Hallo, seid gegrüßt zu Tag 6 meiner kleinen Fazitreihe der Dinge, welche ich mir mal so vor einem Jahr oder länger zugelegt hatte und die ich euch damals in einem Video vorstellte. Die Links dazu wie immer unten in der Beschreibung. Ja. Heute hätte ich für euch das Acer Iconia A200 Tablet oder auch Tab. Dieses habe ich mir zugelegt bzw. habe ich euch vorgestellt in einem Video am 23.02.2012, also auch schon über 2 Jahre her, und war ein recht peinliches Video, weil es war mein allererstes Tablet. Ich hatte null Ahnung von den Dingern und man merkt es auch. Der eine oder andere wird ziemlich geschmunzelt haben oder vielleicht sogar direkt mit dem Kopf geschüttelt haben. Jedenfalls, es war so, es war mein erstes Tablet. Ich hatte null Plan und naja, was soll's. Mit dem Tablet dann, das habe ich damals auch schon erwähnt, konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Ich habe es noch anfangs noch so ein bisschen versucht, mal gucken, was man damit machen kann, aber ich konnte einfach keinen Gefallen dran finden, weil ich kann hier nicht vernünftig arbeiten, wie jetzt hier am Laptop oder so, wo man richtig mit den Grafikprogrammen und dem Videoprogramm arbeiten kann. Das fand ich ja alles furchtbar. Das macht überhaupt keinen Spaß. Noch nicht mal das Schreiben und so, also hier drauf rumzutippern, fand ich auch furchtbar. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und von daher wanderte das Tablet für einige Zeit erstmal in die Ecke und wurde recht wenig benutzt. Irgendwann dann aber kam ich auf den Trichter, es doch nochmal zu versuchen. Und auch weil ich noch irgendwas brauchte, um meine E-Mails abzufangen, so bequem, wenn meine Küche oder so steht, dann ist so ein Tablet auf der Theke oder auf dem Tisch angenehmer als der Laptop bei den ganzen Kochtöpfen und dergleichen. Und von daher habe ich hier wieder angefangen, ein bisschen mich mit zu befassen und fand das auch ganz nett, E-Mails und dergleichen abzurufen und auch im Internet zu surfen, fand ich auch ganz gut. Spiele habe ich mal versucht, aber ich bin einfach kein Freund von Spielen auf dem Tablet oder hier auf dem Handy. Also da kann ich nichts mit anfangen, mit diesen ganzen Klickdingern und so. Ich habe hier 1-2 Spiele mal drauf, hier habe ich auch mal ein paar drauf, aber die spiele ich dann mal 5 Minuten und nee, seitdem ist da auch nichts mehr drauf. Ansonsten habe ich das öfters, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, auch mal mitgenommen und mir Filme draufgezogen und Filme geguckt. Das fand ich auch ganz angenehm, aber viel mehr ist da wirklich nicht passiert. Also arbeiten oder dergleichen konnte ich gar nicht damit. Und von meiner Seite wurde dieses Tablet wirklich nur für E-Mails, Internet und Filmchen gucken genutzt. Ja, aber ihr seht, es ist schwarz, ich kriege es auch nicht mehr an. Das letzte Mal, als es an war, ihr habt es gesehen im Rotring-Video, also als ich diesen Bleistift oder diesen Feinminenstift vorgestellt habe, da funktionierte das Tablet noch. Ich glaube, einen Tag später war dann Sense. Also mir war das Tablet schon mal gecrashed, einfach schwarzer Bildschirm, ging nicht mehr an und dann habe ich mal ein bisschen gesurft und mitbekommen, dass das bei den Acer-Tablets nicht ganz so selten vorkommt. Jedenfalls gab es einige, die darüber klagten oder das Problem hatten. Und da wurde dann empfohlen, dass man das ganze Ding mal rebootet, also Stift in der Reihen, an dem Lautstärkenregler drücken und starten und dergleichen. Bisschen komisch, wie man das wieder hochfährt. Aber nach 5 bis 10 Minuten hat es dann auch geklappt. Die Kiste funktionierte wieder. Aber nur für eine Woche. Dann war plötzlich wieder der Bildschirm schwarz. Ich konnte nichts mehr machen. Ich kann hier noch die Taste drücken, die leuchtet auch. Aber rebooten habe ich versucht und versucht und versucht. Ich habe hier bestimmt schon 1 Stunde auf 2 wieder rumgefriemelt, um das irgendwie mal zu rebooten, Stiftchen rein und so. Will nicht mehr anspringen. Leider. Naja, aber wie eben erwähnt, mit dem Acer Tablet war ich nicht so zufrieden. Was ich auch sehr schlecht fand, ist eben die Geschwindigkeit. Das war doch recht langsam, vor allem beim Internet. Also der Seitenaufbau war furchtbar lahm, dann das Scrollen war lahm, das Nachladen war lahm, gefiel mir gar nicht. Auch die Reichweite zu meinem WLAN-Router war extrem knapp. Also wenn ich hiermit schon in mein Schlafzimmer ging, hatte ich schon kein Internet mehr. Während hier Laptop und Handy immer noch problemlos funktionierten, mit dem Acer-Tablet war Internet weg. Ja, das war blöd. Also ich war echt nicht zufrieden mit dem Teil
und mal schauen. Irgendwann werde ich mir vielleicht nochmal eins zulegen, aber ob es eins von Acer sein wird, weiß ich jetzt nicht. Mal schauen. Nun gut, viel mehr soll es auch nicht werden. Das war's von meiner Seite. Jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht doch irgendwie für Getränke zu transportieren. Mal schauen. Okay, mach's gut, bis die Tage und ciao.